Was treibt mich? Was ist mein Ziel? Wo ist der Sinn meines Lebens? Kreativität, Gefühle ausdrücken, aufgreifen, als Medium dienen. Die Wahrheit verständlich machen, Emotionalität, Vergangenheit, etwas zurückholen, festhalten, übermitteln, übertragen. Farben. Farben bestimmen den Raum. Die Illusion der Zweidimensionalität, eine Herausforderung. Auf keinen Fall Zwänge, keine Einengungen. Nein, ich halte mich nicht an Muster. Wichtig ist die Freiheit. Haptisch erfahrbar. Dreidimensionalität. Wie entstehen diese Formen? Bewegung ist wichtig. Lebendigkeit ist das, was die Skulptur, die Plastik ausmacht. Und das muss sichtbar werden, auch eine Illusion, aber dreidimensional. Das Dreidimensionale bestimmt einen Raum, ist kein Fenster, ist präsent, absolut unverzichtbar für mich. Ausdruckskraft. Was will Kunst? Was will ich? Vermitteln? Darstellen? Emotionalität übertragen? Ganz wichtig für alle Menschen. Gefühlsträger. Was ist Kunst? Kunst muss bestehen. Bestehen in Wertigkeit, in Ausdruck, in Aussage. Kloster Eberbach, diesen Mauern Sprache verleihen zu dürfen mittels Kunst. Eine Gunst, eine Gnade. Thank you.
Nichts ist endlich. Nichts geht verloren. Alles bleibt. Alles kommt wieder. Plätze, Orte, Gegenden, alles hat Vergangenheit. Diese sichtbar zu machen, gibt den Menschen Wurzeln. Mit Kunst. Kunst darstellend. Das ist etwas, was bereichert. Nicht nur den Einwohner, sondern auch den Tourist. Kultur sichtbar machen. In die Vergangenheit schauen. Bezüge setzen. Greifbar. Haptisch. Plätze erlangen Bedeutung. Wie schön für mich, wenn dieser Platz ein Herz hat. Öffentlicher Raum, die Plätze, die Orte, die Menschen, damals, heute. Was schafft Verbindung? Kunst. Kunst ist wichtig. Auftragsarbeiten sind Initialzündungen. Wie kann ich etwas sichtbar machen, was den Ort bereichert, was damals wie heute interessant ist? Ein Meilenstein in der Geschichte einer Ortschaft. Der muss nicht in die Zukunft ragen. Der soll die Vergangenheit darstellen. Wurzeln der Gesellschaft. Lebendig machen. Und begeistern. Jutta.